Hallo. Ja, ihr kennt mich. Ich mach gern mal einen Gag. Geht ein Cowboy zum Friseur, kommt da raus, Pony weg. Aber bin ich witzig genug für Stand-Up-Comedy? Was muss man da lernen? Vor Freunden oder vor Bekannten lustige Geschichten zu erzählen, ist was ganz anderes wie vor fremden Menschen. Ich werde es mal ausprobieren. Und zwar innerhalb von 2 Tagen ein Stand-Up-Comedian zu werden. Ich kann nicht beschreiben, wie aufgeregt ich bin. Morgen stehe ich auch schon auf der Bühne. Und deswegen ist klar, ich brauche Hilfe. Und die bekomme ich von einem echten Profi. Better smile. Mann, weiß ich nicht. Ari. Komm erst mal her, komm. Das wird nie was. Doch, das wird was. Das ist Simon Stäblein. Der Mann steht seit über 6 Jahren auf der Bühne und tourt gerade mit seiner eigenen Comedy-Solo-Tour quer durch die Republik. Er weiß genau, wie man das Publikum zum Lachen bringt. Ich war letztens so in der Bahn und hab so ein lustiges Hörbuch gehört. Ja? Und dann sitzt du da ja so. Ey, Leute haben mich angeguckt, als würden sie gleich die Polizei holen. Ja, okay, ich war dabei nackt, aber... Ja, meine Erfahrungen mit Stand-Up-Comedy sind dagegen eher peinlich. Ich zeige dir jetzt ein Video. Hast du Stand-Up gemacht? Schon? Also, oder... Okay, ja. Ich würde es eher so sehen, es war eine Stand-Up-Bühne und ich stand drauf. Was ich da gemacht habe, steht auf einem anderen Blatt. Okay. So. Denn ich hatte ja mal eine Comedy-Challenge bei Das schaffst du nie. Letztens war ich zum Beispiel auf einem Pornodreh. Naja, und dann standen wir da alle wie Falschgeld irgendwie da. Ja, hallo, cool. Und dann kam er, ein ekelhaftes Lächeln, und kam und sagte, hi, ich bin der Pornfighter Long John. Tatsächlich, ihr könnt es googeln, der Mann ist ekelhaft. Ich weiß nicht, warum er überhaupt Pornos dreht. Also kann man direkt auch ein paar Sachen sagen, warum es nicht funktioniert hat. Du machst dich relativ schnell, meiner Meinung nach, unsympathisch, weil du sofort über die Leute so ein bisschen so, oh, da waren wir in diesem Pornoset und da war dieser ekelhafte Typ so. Man denkt einfach nur so, du bist laut und anstrengend und nicht nett. Ist mega hart so, aber so Comedy ist so, die Leute müssen dich mögen. Wie kriege ich das denn hin? Freu dich, leg ohne Scheiß, leg ein Lächeln auf. Ich notiere, nett sein, lächeln. Denn wenn ich schlecht gelaunt wirke, überträgt sich das aufs Publikum. Aber worüber soll ich überhaupt reden? Was sind so Geschichten, die du häufig oder gerne raushaust? Ich wohne in München und kommst aus Berlin. Geile Antithetik, geiles Ding. Schreib auf. Sollte ich mal aufschreiben? Stell dir Fragen. Was ist der Unterschied zwischen der Isar und der Spree? Okay, klar. Keine Heroinspritzen. Keine Heroin, okay. In der Isar schwimmen keine toten Schwäne. Schwimmen. Aber Bild, zack. Also sammle ich Unterschiede zwischen München und Berlin. Den Inhalt habe ich jetzt, aber wie bringe ich den als Witz auf die Bühne? Es wäre halt wirklich gut, wenn man auf der Pointe endet. Auf dem Wort, dass das letzte Wort des Satzes der Joke ist. Ja, ich bin jetzt in München und ey Leute, Schwäne sind weiß. Ah, weiß ist das Ende. Weil wenn die Pointe nicht das Ende des Satzes ist, dann lachen die Leute bei der Pointe und verstehen den Rest nicht mehr. Mir fällt es ja schon schwer, einen lustigen Gedanken überhaupt in eine Pointe zu packen. Ich habe zum Beispiel die Idee, dass ich in Berlin ein Paket beim Nachbarn abhole und der mich deshalb verklagt, wegen Stalking. Ich musste aussehen, weil ich dem nicht 100, auf 100 Metern darf ich dem nicht nähern. So. Ja, aber merkst du selber, Formulierung ist kacke. Also du merkst ja beim Reden schon, wenn du sagst so, dass die Leute schon so, hä, wie, so, das muss alles klar. Nicht zu, also Scheiße, jedes Wort. Klar. Und das ist so, wie echtes Joke-Writing funktioniert, ist, du schreibst ihn, du performst ihn, du merkst, okay. Hier hakt er, okay. Wort raus, zusammenstauchen, nochmal. Und dann so, dann merkst du, wenn du ihn beim zweiten Mal spielst, ja, besser, aber vielleicht noch ein Wort mit T oder mit einem harten Konsonanten mit rein. Es ist echt. Ernsthaft? Es ist, ja. Ist es ernst gemeint, ein Wort mit T? Oder mit K. Also harte Konsonanten sind alles, was mit T, K, P. Das, warum? Weil das Power bringt. Wird generell der Job des Stand-Up-Comedian unterschätzt? Ja.
vor Freunden oder vor Bekannten lustige Geschichten zu erzählen, ist was ganz anderes wie vor fremden Menschen. Weil die Leute, denen du deine Karlauer erzählst, die kennen dich, die wissen, du bist lustig. Fremden die warten musst auch mal, gerne mal 2 Minuten. Genau, Fremden musst du erstmal klar machen, dass du witzig bist. Und ne, Fremde sind böse manchmal. Und weil das echt eine Riesenherausforderung ist, empfiehlt mir Simon klein anzufangen. Mit einem 5-Minuten-Programm. Er gibt mir auf, das bis zum nächsten Tag zu schreiben und auswendig zu lernen. Ich sag mal so, schlafen werde ich nicht. Ich hoffe, ich konnte dich etwas darauf vorbereiten, was morgen mit dir passieren wird. Ich glaube an dich, das wird gut. Okay. Einfach, es ist Comedy. Okay. Na, das wird eine lange Nacht. Allerdings, verzweifelt ringe ich um Pointen. Mann, es ist so schrecklich. Wie wär's mit Promi-Bashing? Soll ich mich dazu herablassen? Das funktioniert doch angeblich immer. Und da muss man schon sagen, das mit der Freundlichkeit in meinem Leben ist genauso wie mit dem Hirn von Jens Spahn einfach nicht vorhanden. Klammer auf, toi toi toi, Lacher, Klammer zu. Sorry, aber wegen seiner konservativen Haltung zur Abtreibung allgemein und seiner 5-Millionen-Euro-Studie zu dem Thema ist mir der Typ eben gerade als Erster in den Kopf gekommen. Aber ob's cool ist? Da brauche ich noch mal Feedback von Simon. Ari! Möchte mich schön, dich zu sehen. Wie geht es? Alles gut? Man soll mit dem Positiven anfangen. Der Text sitzt. Und der Schal auch. Hier, tada! Das ist Gott sei Dank ganz klein. Naja, also 180 Mann. Was? Ja. Hier im Kölner Arttheater standen unter anderem schon Luke Mockridge und Enisa Amani auf der Bühne. Tja, und heute dann eben ich. Riechst du die Kunst? Ja. Bevor es zur Generalprobe geht, muss ich Simon erstmal meinen fertigen Text zeigen. Oh, oh. Es fängt an damit, dass ich mich bei Köln einschleime. Das läuft immer. Ich sage, dass ich es sehr schön finde, hier zu sein, weil hier die Leute immer so nett sind. Und hier ist es alles so lebensbejaht und so freundlich. Weil ihr müsst wissen, ich komme aus Berlin und wohne jetzt in München. Ich kenne sowas gar nicht. Das mit der Freundlichkeit in meinem Leben ist im Prinzip genauso wie mit dem Hirn von Jens Spahn nicht vorhanden. Erster Gag. Nee, es sollte ein Tusch sein. Nee, das wird nicht dein erster Gag. Warum nicht? Nein? Nee. Erstens hackst du sofort auf jemand anderem rum. Du machst dich sofort unsympathisch. Das habe ich ja versucht, dir gestern zu erklären. So, du kommst hoch und du teilst sofort aus. Und außerdem ist der Joke mega vorhersehbar. Okay, der Spahn-Gag fliegt wieder raus. Ansonsten findet Simon meinen Text aber gar nicht so schlecht. Komm, da ziehen wir jetzt durch. Ich bin guter Dinge. Aha. Here we are. Das ist deine Bühne. Komm mit. Jetzt geht's ab zur Generalprobe. Denn auch auf der Bühne kann ich einiges falsch machen. Ach, gehen wir einmal nach oben. Meine Hose ist viel zu eng für die Treppen. Ist das dein Bühnenoutfit, by the way? Ich könnte mir noch einen Schal umbinden. Ich finde halt einen Pulli krass. Was ist denn an dem? Na gut, was Style angeht, werden wir uns wohl nicht mehr einig. Weiter mit der Sprechprobe. Ihr müsst wissen, ich komme aus Berlin und wohne jetzt in München. Sind beides übrigens 2 Städte, wo du nicht beachtet wirst. Du wirst verachtet für das, was du bist, weil du da bist. So? Nicht zu krass. Geh nicht, mach nicht zu, okay. Also überzeichne es nicht zu hart. Okay, ich habe mir gedacht, fuck, ich gehe jetzt nach München, verkaufe meine Wohnung. Jetzt habe ich dafür einen Stellplatz in München. Nein, München und dann Stellplatz. Also eigentlich müsstest du sagen, ich habe meine Wohnung in Berlin verkauft und habe dafür in München jetzt einen Stellplatz. Aber mit diesem Timing. Das heißt, nur die Pointe muss sich in der Betonung ändern. Oh nee, ob ich das gleich alles so umsetzen kann? Ich kann nicht beschreiben, wie aufgeregt ich bin. Ich bin auch aufgeregt übrigens jetzt. Ja. Ist ja schon ein bisschen unser Baby. Also ja. Einfach ja, schon. Liebe Kinder, das wissen alle. Es wird immer voller. Bei der Veranstaltung Kunst gegen Bares dürfen Neukünstler, wie ich zum Beispiel heute, auftreten. Jeder, der Lust hat, kann sich hierfür anmelden. Und dann geht's los. Kunst gegen Bares! Meine Damen und Herren, für Sie Ariane Alter! Schön.
Guck mal, wie nett ihr alle seid. Das ist ja das Ding hier in Köln. Deswegen bin ich ja auch so gerne, weil hier alle immer so nett sind. Und ihr sind so lebensbejahend. Sowas kenne ich ja gar nicht. Ich komme aus Berlin und wohne jetzt in München. Und die können schon sehr unterschiedlich sein. Aber in einem sind sie sich einig, diese Städte beachten sie, dich nicht. Sie verachten dich. Oh, fuck. Es lacht niemand. Egal, ich mache einfach weiter, bloß nichts anmerken lassen. Dann habe ich meine Wohnung in Berlin verkauft und dafür habe ich jetzt in München einen sehr attraktiven Stellplatz bekommen. Für mein Fahrrad. Und die Isar, das ganz klares Wasser, kenne ich gar nicht. Ganz klares Wasser kannst du bis zum Grund runter gucken. Und wusstet ihr, Schwäne sind weiß. Das wusste ich nicht. In der Spree, da sind die eher so, naja, so tot. Und dann nehmen die irgendwann so die Farbe der Spree auf, so ein doch ganz kokettes grünlich-ocker. Und wir nennen die auch nur noch Wassertauben. Und da musst du aufpassen. In dem Stadium musst du aufpassen, weil die sind wie die Böller aus Polen. Da weißt du nie, wann die explodieren. Ja, vielen Dank. Gott sei Dank ist das jetzt vorbei. Und was sagt das Publikum? Also erstmal cooler Pulli. Ich fand wirklich, du warst authentisch. Also du hast dein Ding da durchgezogen und ich habe auf jeden Fall gelacht. Ich fand's witzig. Nee, ich fand dich witzig mit dem Spreehumor, mit den Schwanen. Und da konnte ich auf jeden Fall sehr gut nachvollziehen, weil ich selber mal in Berlin gelebt habe. Das fand ich sehr, sehr sympathisch. Die Sachen über München waren sehr schön. Waren sehr, sehr wahr. Sehr wahr. Aha. Ich habe von meinem Coach nämlich gelernt, man muss Wahrheit drin verpacken, sonst findet sich keiner wieder. Ich fand's richtig gut. Wirklich. Ich habe mich richtig gefreut. Es hat funktioniert. Also, es war jetzt nicht Ecstasy in the House. Nicht jeder hat funktioniert, aber jeder Zweite. Und dann, das war richtig, ich fand's toll. Ich bin ganz glückselig. Ich freue mich. Gut gemacht. Und du? Wie fandst du's? Stand-up ist ein Brett. Ja. Alter! Hey, überhaupt nicht die Nerven dazu. Geschweige denn die Zeit. Das erfordert schon viel Zeit. Das Schreiben, das Performen, so. Aber wie in jeder Kunst. In jeder Kunst brauchst du tausende von Stunden Übung, bis du wirklich Meister in irgendwas bist. So. Was muss ich am Ende dieses Abends rausfinden? Ich racker mich auf der Bühne ab und was macht mein Coach? Das hier. Wenn ihr glaubt, dass das witzig war, das könnt ihr mal unten in die Kommentare schreiben. Und wenn ihr auf meiner Seite seid, dann könnt ihr hier mal ein Abo dalassen. Und hier musste ich wieder mal als Laie mal was singen. Ach, die Ari kann immer was singen. Und hier gibt es auch noch ein Video, könnt ihr auch mal raufklicken. Feierabend. Feierabend.